Hallo Leute und willkommen zurück im Bonuskapitel von der Orden der Rotkäppchen. Ich glaube, das hieß der Junge, der Streiche spielt oder so. Ja, und genau hier machen wir jetzt weiter. Wir haben jetzt einen Köder, können wir das nicht... Nee, Dinge miteinander verbinden geht eigentlich meistens nie. Die Perle, die passt hier rein. So, was kriege ich? Oh, boah, bomb. Einfach weggeschnappt. Das sah aber nach einer weiblichen Hand aus. I was captured by an evil witch. She wants to create potions by using my tears. Ah, oh, ich bin eingebildete Meerjungfrau. Was möchtest du? Free me, and in return I will help you rescue your father. Kommt ja von mir her, die schwimmt jetzt hier immer im Teich rum, oder wie? Wie können wir ihr helfen? Wie kann ich sie denn befreien? Hurry up, boy. You will be captured if the witch sees you. Sind die mit dem Köder? I was captured by an evil witch. She ja, wants to create potions okay, by using ja, my tears. Hier gehört die Fledermaus rein, sehe ich gerade. Sehr praktisch. Waren wir hier überhaupt schon drin? Ich glaube nicht, da wollten wir zuletzt rein. Aber dass wir hier die Meerjungfrau oder überhaupt eine Meerjungfrau sehen in diesem Spiel, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Irgendein Rezept oder so? Dieser Lebkuchenmann sieht lecker aus. Perfektioniert die Hexe ihre Backfähigkeiten, um ein Lebkuchenhaus errichten zu können? Das erinnert mich an Hänsel und Gretel. Dieser Sockel sieht aus, als sollte sich darauf ein Objekt zur Wahrsagerei befinden. Ein Objekt zur Wahrsagerei. Aber wir haben keine Wahrsagerkugel oder so. Einige der Kerzen am Kronleuchter sind fast niedergebrannt. Was ist hier hinten? Ohne die glitzernden Accessoires sieht dieses Hexenporträt nackt aus. Haben wir denn auch für sie irgendwas? Nee, aber wir haben jetzt ein Seil, das brauchten wir doch auch. Haben wir denn irgendwas, was wir da ran tun können? Soll der Griff da ran? Nee. Der Griff, der gehört, glaube ich, auch woanders hin. Hängt das menschliche Skelett wirklich da? Wo hat die Hexe es her? Ich weiß es doch nicht. So, dann gehen wir erstmal raus. Sie bleibt da hinten? Nee, wir wollen das Spinnendings hier reinsetzen. Dann können wir noch einen neuen Weg ausprobieren. Um Zugang zum Hexengarten zu erhalten, müssen die richtigen Münzen gefunden werden. Was denn für Münzen? Weiß ich noch nicht. Mache ich noch. Was gibt's denn hier noch? War hier noch was zu tun hier an dieser Stelle? Nee. Dann gehen wir da jetzt nochmal lang und da jetzt nochmal lang. Ich muss mich im Überblick machen. Ah, der Griff. Das ist auch schon mal gut. Da ist bestimmt die Wahrsagerkugel. Kristallkugel und Angel. Brauchen wir beides, glaube ich. Um ihr zu helfen vor allem. Und? Oder wir könnten mit der Angel noch da oben ran? Nee. Dann nicht. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Zu ihr hier. Packe ich mal erstmal die Kugel da rein. Was ist das? Ein Rätsel. Merke dir die Abfolge. Oh nein, es geht los. Sonne, Herz, Blume. Das war falsch. Warte. Blatt, Strauch, Sonne. Blatt, Strauch, Sonne. Warum auch immer ich zu doof bin, den ersten immer gleich hinzukriegen. Oh Gott, zackiges Ding, Sand, Uhr, Kringel, Herz. Zackiges Ding, Sanduhr, Kringel, Herz. Noch eine Runde oder nicht? Ja, noch eine Runde. Kreis, Herz, Sanduhr, Sonne, Blume. 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 Ich bin so gut. So. Wieder Lebkuchen guckt hier auch. Wasseremblem. So, ja. Da geht's nicht jetzt weiter. Das Lasso braucht die Angel. Können wir sie... Kommen wir... Free me. And in ja, aber return, wie so... I will help you rescue damit kann ich dich hier mit befreien. Befreie ich dich mit dem Stein. Wow. Wir können jetzt hier die Sachen einsetzen. Das war mir vorher gar nicht so klar. Die habe ich gar nicht gesehen, die Steine. Dann wird mir auch klar, dass hier die Wasserteile reinkommen. Ah, und noch was. Was ist das?
Ein Parabelding. 2 von 4. Oh, dann können wir das mit der Meerjungfrau auch lesen. Oh, wie schön. Ich liebe Meerjungfrauen. Und das Wasseremblem, soll das da rein? Nee, schade. Sonst hätten wir sie schon retten können. Vielleicht passt der Adler aber hier hin. Nee, der auch nicht. Aber das Wasseremblem passt hier hin. Dann haben wir wenigstens schon mal eins eingesetzt. Das ist ja schon mal was. Dann gehe ich hier oben hin. Was war das mit den Bienen, mit dem Behälter? Den haben wir noch nicht. Gibt es hier irgendwas? Futter wollte, der haben wir auch noch nicht. Was mir sehr, sehr leid tut. Sieh dir die Zerstörung an. Das hat der gierige König für das Verprügeln meines Vaters absolut verdient. Na dann. Ja, du regst dich über mich auf. Wo war denn das mit dem Seil? War das das mit hier oben? Ja, das war das mit dem Lasso. Tada, Glasgefäß. Damit gehe ich jetzt zum Honig. Und der kriegt den jetzt? Vielleicht sollte ich dies an anderer Stelle verwenden. Ja. Wie? Ist doch was zu essen. Oh, er will das nicht. Ist das jetzt? Du willst was zu essen. Nimm das jetzt. Honig, Honig. Was mache ich mit dem Honig? Köder, Angelhaken. Kann ich dem nicht irgendwie was fischen? Hier? Ich wette, dass der hungrige Greif nichts gegen einen Fisch hätte. Also nehmen wir die Angel. Dann packen wir da den Haken ran. Und den Köder. Und dann kriegt der Fisch von uns. Lass uns hoffen, dass ich Glück habe. Ja, ich habe einen Fisch gefangen. Ja, das ist ja prima. So, dann gibst du dem jetzt den... Ja. Der Greif scheint mir für den Fisch zu danken. Ich denke, dass ich mich mit ihnen nun unbesorgt annähern kann. Dann, machen wir das mal. Ha? Um den Greif zu befreien, brauche ich ein kleines Objekt in der Form zweier Vögel. Zufällig dabei. Und dann kriegen wir das Schildkröten-Ding. Was ist denn hier noch? Ist das Fell des Greifens so weich, wie es aussieht? Ich möchte ihn unbedingt streicheln. Ja, hallo. Arm ab. Voll der... Was kann ich denn jetzt hier noch machen? Ich streiche ihn doch. Was weiß ich, was die jetzt da noch von mir wollen? Wir gehen jetzt erstmal zurück und befreien die Meerjungfrau. Thank you, child. I shall abide by my promise. Take this orb. It will help you defeat the gods. Oh, am Ende klang sie jetzt viel netter. Die Meerjungfrau muss froh sein, dass sie nicht mehr an eine Hexe gebunden ist. Ich frage mich, wie sie es von diesem See nach Hause schafft. Ja, wie sie da hingekommen ist. Aber gut, wenn eine Hexe das gemacht hat, dann kann das schon mal gehen. Kann ich hier was finden, oder? Ich finde doch sonst immer etwas. Was suche ich denn noch? Das da? Nee, das da? Nee, doch. Das nicht, das da. Sowas, das da. Griffelding. Noch so eine Scheibe. Und das große da auch. Das da auch. Eigentlich alles. Klickt die ganze Zeit auf den roten, dabei war das der andere. Ach, da fehlt noch was. Ein türkisenes Stück. Das finde ich auch. Da. Jetzt habe ich ein Schiffsemblem. Das ist für das Schild da draußen. Oh, schade, dass die Meerjungfrau weg ist. Noch ein Wimmelbild. Na gut. Wenn ihr meint. Erst gar nicht und dann auf einmal so viel wieder. Das rote Ding nicht. Das hätte ich ja jetzt gedacht. So. Das da. Dann auch noch diese Blume hier. So ein Teil mit Löchern. Relativ groß. Wo ist es denn? Da oben. Das da. Ja, und jetzt eigentlich nur noch das längliche Ding hier. Dann haben wir unser Eulen-Emblem. Da ist es. Super.
Das ging ja schnell. Ich habe echt viel jetzt schon in 10 Minuten geschafft, finde ich. Gut, besser geht's ja wieder gar nicht. So soll's sein. Und nu? Krieg ich was für die Spinne? Netzmarke. Dann packe ich die da schon mal gleich rein, dann habe ich das erledigt. Ach, das war's schon. Aber da wurde doch irgendwas von Ringen gesagt oder so. Na, egal. Die Hand hält ihre Finger so, als würde sie darauf warten, dass ein Tier herabsinkt. 3 von 4. Als würde sie darauf warten, dass ein Tier herabsinkt. Was weiß ich, was soll ich denn da hin tun? Ein Tier? Um am Trank zu arbeiten, muss ich hier die Referenzmaterialien einsetzen. Ja, ich habe doch auch dieses Rezept hier, genau. Was steht denn hier? Dieser Tisch versinkt im Chaos. Ich soll die Dinge aussortieren, die ich für die Herstellung meines Tranks benötige. Was ist der nächste Schritt zur Herstellung des Stärkungstranks? Herzustellen benötige ich Honig, eine Blume des Todes, einen Sternpilz und Greifhaare. Hier ist schon mal Honig. Wo packe ich den denn hin? Da rein, okay. Dann diesen Pilz. Wo kommt der hin? Darauf. Ohrringe, was war das jetzt noch, was hier fehlt? Blume des Todes und die Greifhaare. Ach, deswegen muss ich da auch nochmal an das Fell ran. Ja, okay, jetzt macht das auch Sinn. Durch das von den Ästen gefilterte Licht wirkt dieser Ort etwas weniger unheilvoll. Oh, ich lese immer nicht so ordentlich manchmal. In letzter Zeit habe ich das Gefühl. Also vorlesen. Denken tue ich es mir richtig, aber es ist so dieses vor sich hin vorlesen irgendwie. Glänzende Ohrringe. Ja, gut, ich gehe mal erstmal wieder zurück. Nachtkugel. Was mache ich denn mit der Nachtkugel? Ach, hier ist ein Wimmelbild. Ja, dann. So, was wollt ihr jetzt noch von mir? Das rote Ding? Das da nicht. Wie. Da oben das da. Und das da. Das blaue Schnörkelding, eine Kugel und noch eine Kugel. Und das braune Ding. Ist ja auch noch nicht fertig. Da. Es war aber relativ grobflächig hier, das Wimmelbild. Mit recht übersichtlichen Teilen bin ich aber froh drüber. So, Todesbrosche. Ja, wie komme ich denn jetzt an seine Ohrringe, an seine Haare ran? Mache ich das denn? Da kann ich nichts mehr machen. Ich glaube, da jetzt auch nicht. Gehe ich erstmal hier nochmal. Hier, genau, wir konnten die ja schöner machen. Genau. Was habe ich jetzt bekommen? Steinrabe. Steinrabe? Was hat es denn jetzt mit dem wieder zu tun? Hier haben wir doch alles erledigt, oder? Ich glaube schon. Was mache ich denn dann? Ja, der Steinrabe, dann kann der sich hier... Genau. Ach, der setzt sich drauf. Ich dachte, die Hand geht runter. Da ist die Todesblume. Die Todesblume können wir auch direkt daran reintun. Rauftun, reintun. Die müssen wir bestimmt zu destillieren. Nein? Die soll mit in den Topf. Ach so. Und jetzt? Kommt das da rein? Mhm. Rot. Und die Greifhaare halt noch. Ja. Wie komme ich da ran? Wo muss ich dafür hin? Also ich muss zurück anscheinend. Habe ich mir fast gedacht, wir müssen halt irgendwie jetzt an die Greifhaare rankommen. Aber... Was interessiert ihn denn? Ich habe ja nur die 2 Sachen noch.
Was muss ich denn dafür tun? Wo soll ich denn hin jetzt? Ach, ich soll ganz zurück. Okay, Moment. Dann war hier noch was, was ich nicht erledigt habe. Oh, ein Wimmelbild unter anderem. Na dann. Erstmal die überflüssigen, offensichtlichen Teile abgrasen. Dann gehen wir ins Detail. So, ich suche einen Kamm. Wo ist denn der Kamm? Da. Ein längliches Schnörkelding. Was ist das hier? Nee, da ist es. Und ein blauer Schmetterling. Und jetzt haben wir auch einen Kamm. Aber einen schöneren. So einen richtigen Schneewittchenkamm. Gibt es hier noch irgendwas, was ich mit dieser Kugel machen kann? Oder diesem Wolfsamulett? Nee, aber mit dem Kamm können wir natürlich jetzt uns die Greifenhaare holen. Schön. Oh, und er ist so weich und ich muss ihn einfach anfassen. Man muss sich aber erstmal den Respekt holen von dem Tier. So wie bei Harry Potter. Sonst picken die einem den Arm ab. Wo gehören die Haare denn hin? Da rein. Aha. Man hätte die doch gleich da rein tun können. Die Herstellung des Tranks war ziemlich kompliziert. Ich hoffe, es funktioniert. Oh, es war so kompliziert. Das war schon nicht so einfach. Gut. Stärkungstrank. Was mache ich mit dem jetzt? Den gebe ich wahrscheinlich dem Papa. Papa! Hier! Ich habe aber ein... Warum nimmst du das nicht? Vater ist da, ja, ich muss ihn irgendwie aufwecken. Ja, wie denn? Der hat jetzt eine Stärkung da. Was, hä? Was ist denn hier? Zum Glück hat mich der Ritter noch nicht bemerkt. Ach so. Ich dachte immer nur, das wäre so eine Statue, die hier steht und nicht ein echter Ritter. Ach so, deswegen kann ich auch die ganze Zeit ihm nicht helfen. Ja... Kannst du nicht dich das trinken und gegen den angehen? Und wie kann ich ihn ablenken? Mit der Kugel? Mit der Kugel. Und dann schläft er einfach ein. So läuft das hier. Der Ritter schläft tief und fest. Die Schlafkugel scheint zu wirken. Ach, das war eine Schlafkugel. Und die fasst der andere an und dann schläft er ein? Oder? Naja. Ja, jetzt wach doch endlich mal auf hier. Where am I? Oh, son, where is the talisman? How dare you, boy? You stole my treasure and blew a hole in my palace. Give me the talisman. Ah! Huh. The talisman seems to have bonded with you. Help me, and I'll let your father live. Guards, take our little guest away. Ziel aktualisiert. Juhu. Ja, wir sind ja recht gut hier vorangekommen, finde ich bisher. Hier ist dieses Porträt. Ähnelt dem gierigen König absolut nicht. Wahrscheinlich hat er den Künstler dazu gezwungen, ihn so zu zeichnen. Den Raum kennen wir auch schon. Half a year ago. I found this talisman in an ancient archive. The talisman has bonded to you. It has accepted you as its one and only master. Nee, das nicht. Aber ich bin auch noch auf der Suche nach der anderen Parabel. Ein Wimmelbild, natürlich. Na klaro. Oh, das sieht aber nicht so einfach aus. Ich klicke mal wieder drauf, was so aussieht wie als ob. Nö. Nee. Nö, 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 ja, nö, ja, nö. Schwierig. Nee, da muss ich hingucken, was ich suche. So, ich suche eine Krone, die ist hier. Ich suche, oh, das ist nicht einfach zu finden, das blaulich-bläuliche Ding, das suche ich mal lieber zuerst. Ist ein bisschen größer.
Dann auch noch die große Scheibe hier. Da. Ein Schnörkelding, das ist es nicht. Hier gibt es sehr viel Schnörkel. Da. Das habe ich gesehen. Und das Ding da. Und diese Scheibe. Und das da auch, genau. Aber das habe ich gar nicht gesucht, sondern ich suche dieses lange Ding hier. Sieht aus wie aus Holz oder so. Ach ja. Dann das Wappending ist eigentlich auch sehr groß gewesen. Wo ist dieses hier? Da drauf. Ja, fehlt eigentlich noch das längliche Ding. Hier an der Seite. Fies. Fies. Aber ich hab's gesehen. So, das habe ich gesucht. Hier, da hängt ja aber auch viel rum. Hier glitzert was schön. Ohne seine goldene Dekoration sieht dieser prachtvolle Schild leer aus. Da soll das nicht rein. Soll das da rein? Nein. Beides nicht. An diesem schönen Sockel scheinen rätselhaft geformte Figuren zu fehlen. Mhm. Wo war denn das jetzt mit diesem Ding hier? Genau. Da passt es nämlich auch rein. Was kriege ich jetzt? Ah, und noch eine Maske. Das war's. Goldene Maske, Kürbiskutschenrelief und Engel der Gerechtigkeit. Okay, wir machen im nächsten Part weiter. Oh, da blinkt noch im Hintergrund was. Das sammelt auch alles ein. Oh, wir haben die letzte Parabel. Das möchte ich mir total gerne anhören. Machen wir aber im nächsten Part vom Bonuskapitel. Darauf freue ich mich. Dann beginnen wir das mit der Parabel der Meerjungfrau. Sehr, sehr schön. Bis dann.